Hi! In diesem Video zeige ich dir, wie du ein Wenn-Buch als kreatives Geschenk zum Geburtstag selber basteln kannst und gebe dir 50 Ideen für den Inhalt. Zum Basteln meines Wenn-Buchs habe ich ein Fotoalbum benutzt und zuerst die Trennpapiere entfernt. Dann habe ich mir Wenn-Sprüche und dazu passende Geschenke überlegt, die natürlich möglichst flach sein sollten, wie zum Beispiel dieses Papierlineal. Für die Aufbewahrung habe ich mir ganz einfache Kuverts selbst gebastelt. Ein Video dazu verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Natürlich könnte man die kleinen Geschenke auch direkt auf die Seite kleben, aber mit dem zusätzlichen Überraschungseffekt finde ich es witziger. Hier ist das Geschenk zum Wenn-Spruch ja recht offensichtlich. Später führe ich den Beschenkten dann auch mal in die Irre und es ist was anderes drin, wie man vermuten würde. Das siehst du dann ja noch. Ich werde alle 50 Wenn-Buchseiten durchblättern und mit passenden kleinen Geschenken versehen. Davon kannst du dich dann inspirieren lassen und daraus dein eigenes Wenn-Buch mit beliebig vielen Seiten und Sprüchen basteln. Übrigens, wenn dir das Blättern zu schnell oder langsam geht, kannst du jederzeit im YouTube-Player die Wiedergabegeschwindigkeit anpassen. Die Einstellung versteckt sich beim Zahnrad, wo man auch die Untertitel an- und ausschalten kann. Wenn du die Sprüche für Paare umformulierst, dann kann so ein Wenn-Buch natürlich auch ein schönes, selbstgebasteltes Hochzeitsgeschenk sein. Schreib mir doch gern in die Kommentare, zu welchem Anlass du so ein Wenn-Buch verschenken würdest. Oder falls du weitere Ideen für Wenn-Sprüche mit dazu passenden Geschenken hast, freuen sich andere Zuschauer sicher auch über einen Kommentar von dir. Das war übrigens gerade ein Pflaster, falls man das nicht erkannt hat. Und das ist ein Zettel voller witziger Schimpfwörter. Die farbigen Klebestreifen sind Washi-Tape. Einen Link zum günstigen Kauf findest du in der Videobeschreibung. Sie dienen bei mir hauptsächlich als Gestaltungselement. Die Blätter und Kuverts habe ich nämlich mit einem Klebestift in das Wenn-Buch eingeklebt. Falls du es dir zutraust, sieht es natürlich auch schön aus, wenn du direkt ins Buch zeichnest und schreibst. Mir gefällt aber dieser Scrapbook-Style mit den nachträglich eingeklebten Blättern gut. Da würde es zum Beispiel auch gut dazu passen, wenn du witzige Fotos vom Beschenkten einklebst, die irgendwie zum Wenn-Spruch passen. Bei dieser Art ist es auch nicht so schlimm, wenn die Schrift oder das Bild nicht schön wird. Hat man direkt ins Buch gemalt und ist dann mit dem Ergebnis unzufrieden, kann das schon ärgerlich sein. Das gerade eben waren übrigens Klebepads. Und das ist eine Knoblauchzehe. Hier rechnet der Beschenkte vermutlich eher mit Ohrstöpsel und ist dann überrascht. Diese kleinen Irreführungen machen das Wenn-Buch interessanter. Wenn-Bücher sind ja vor allem als Geburtstagsgeschenke toll, weil auch die Geburtstagsgäste Spaß daran haben. Sie können dem Beschenkten beim Durchblättern zuschauen, mitraten, was in den Kuverts ist und Spaß haben. So wird das Geburtstagsgeschenk gleichzeitig auch zu einem kleinen Partyspiel. Falls du das Wenn-Buch als Hochzeitsgeschenk bastelst, entfällt dieser Effekt leider, weil das Brautpaar die Geschenke ja in der Regel nicht am Hochzeitstag auspackt. Oder wie ist das bei euch üblich? Schreib's mir gern in die Kommentare. Hier habe ich einfach ein weißes Blatt ins Kuvert gesteckt. Ich bin schon gespannt, ob's die Geburtstagsgäste ahnen. Bei Prickeln ist Brause natürlich sehr offensichtlich. Hättest du da eine witzigere Idee gehabt? Lose und Spielscheine solltest du natürlich nur an Volljährige verschenken. Falls du hier irgendwelche Markennamen erkennst, ist das übrigens keine bezahlte Werbung, sondern es sind einfach die Sachen, die ich für das Wenn-Buch gekauft habe. Das ist nämlich ein echtes Projekt, das ich tatsächlich zum Geburtstag verschenken werde. Finanziell habe ich von diesem Video nur etwas, wenn du dir die Werbung davor anschaust oder mir ein kleines Trinkgeld über die Super Thanks-Funktion von YouTube dalässt. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Das hier ist ein Stück von einem Netz, in dem Mandarinen verpackt waren. Und das ist ein kleiner Spiegel aus Kunststoff. Hier kommen nun die offensichtlichen Ohrstöpsel zum Einsatz. Wenn du keinen Stoff zu Hause hast, kannst du auch einfach ein Stück von einem Putzlappen abschneiden. Bei diesem Wenn-Spruch bin ich mir nicht sicher, ob ihn junge Leute überhaupt noch verstehen.
Das ist eine zusammengerollte Fixierbinde. Eine Damenbinde wäre natürlich auch möglich gewesen. Und das sind kleine Pfeffertütchen vom Imbiss. Dazu passend kommt jetzt das Salz. Hier denkt der Beschenkte jetzt vermutlich an einen Spiegel. In Wirklichkeit ist es aber ein Kleinkinderbuch mit dem Märchen über Schneewittchen. Und hier bekommt er natürlich nur einen harmlosen Haargummi. Um alle, die mitraten, auszutricksen, habe ich hier dagegen tatsächlich ein Stück Klopapier eingepackt. Ich konnte leider keine echte Augenklappe finden und habe deswegen eine selbst gebastelt. Die Uhr habe ich aus Kostengründen selbst gedruckt. Und hier wäre natürlich eine echte Faschingsmaske toll, eine ausgedruckte geht aber genauso. Zum Einheizen braucht man Holz, also gibt's einen Holzspatel geschenkt. Und jetzt kommt die letzte Seite des Wenn-Buchs. Auf der gibt es noch ein Geldgeschenk und dann ist das Ganze eine richtig schöne, selbst gebastelte Geschenkidee zum Geburtstag. Wenn dir mein Wenn-Buch gefällt, dann gib mir bitte einen Daumen hoch. Und wenn du in Zukunft keine Geschenkideen mehr verpassen willst, dann darfst du gerne gratis meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei Falten mit Yvonne.